Hallo Internet, hier ist wieder Babyzack für euch. Willkommen zum ersten Video seit dem Umzug. Ich bin zwar noch nicht ganz fertig mit allem Auspacken und Einrichten und so weiter, aber nicht nur die Bude ist neu, sondern auch dieses schöne Teil von N-Sabers. Ihr wisst, ich habe schon einige Lichtschwerter von N-Sabers hier auf dem Kanal ausgepackt und ich war bisher auch mit jedem immer vollkommen zufrieden. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass ich auch mit diesem Teil wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden sein werde. An dieser Stelle natürlich ein riesiges Dankeschön an N-Sabers, die mir dieses Lichtschwert für dieses Video gratis zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, das Video ist gesponsert von N-Sabers. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Aber ihr wisst, ich bin immer hemmungslos ehrlich. Völlig egal, wer mir was sponsert oder nicht. Ihr habt ja alles wieder dabei, was ihr immer dabei habt. Natürlich eine Bedienungsanleitung, so ein Display-Stand, den ihr zusammenbauen könnt. Ladekabel und Schrauben, eine Klinge. Ich habe natürlich wieder die weißen Handschuhe angezogen, die bei den Schwertern immer dabei sind, damit ich auf dieses schöne Teil keine hässlichen Fingerabdrücke mache. Guckt es euch an, sieht es nicht mega gut aus? Natürlich ist auch das hier die Neopixel-Variante, weil ich das öfters gefragt werde, ganz wichtig. Falls ihr darüber nachdenkt, euch ein Lichtschwert von N-Sabers zu holen, dann nehmt auf jeden Fall die Neopixel-Variante. Mit Baselight werdet ihr nicht glücklich. Auch wenn euch das Zubehör und der Lichtschwertgriff vielleicht trotzdem glücklich macht, spätestens beim Einschalten des Lichtschwerts werdet ihr euch wünschen, ihr hättet die Neopixel-Variante genommen. So, und jetzt nochmal, guckt es euch an, sieht es nicht mega nice aus? Also wirklich, ich finde das Teil mega nice, ja. Ich finde es wirklich, wirklich mega nice. Aber ihr seht, es ist ein bisschen, also das Schwert ist kälter als meine Hände, deswegen sind trotzdem teilweise so Wärmeabdrücke auf dem Schwert, wenn ich das anfasse, die gehen aber wieder weg und die Handschuhe sorgen natürlich dafür, dass sie nicht komplett da drauf bleiben mit meinen fiesen Fettfingern hier. Das Schwert hochglanz, glänzend, ja, sieht sehr schick aus in jeder Vitrine, ja, auf jeden Fall. Ich mag es auch sehr, dass einfach hier diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Schaltkreisadern, diese Schaltkreislinien, was weiß ich, ja, dass die halt auch wirklich nicht nur drauf gemalt sind oder so, sondern da könnt ihr rübergehen, die haben richtig Struktur und so weiter. Man hat das Ding in der Hand, ja, und man merkt einfach wieder an dem Griff, da ist wirklich viel Liebe zum Detail. Da sind wirklich viele Kleinigkeiten eingearbeitet, die man bei anderen Sachen oder die man vor allem bei den offiziellen Lichtschwertern so einfach nicht hätte. Ja, ich finde wirklich, es sieht richtig nice aus und es liegt auch gut in der Hand. Ich habe zuerst gedacht, es könnte ein Problem sein, wegen diesen, wie nennt man das? Keine Ahnung, wegen diesen Kanten hier ja jeweils, ja. Aber die sind halt extra auch im Design hier so ein bisschen oval, sodass eure Hand da gut reinpasst und ihr auch wirklich guten Grip habt, wenn ihr das Lichtschwert in der Hand habt. Ich finde es einfach wirklich mega cool und spätestens, wenn endlich mal das KOTOR Remake, das seit Ewigkeiten angekündigt ist, rauskommt, wird wahrscheinlich auch Revan und vor allem dieses Lichtschwert nochmal sehr in seiner Popularität steigen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr wollt, dass ich das Ding jetzt endlich mal einschalte, oder? Ist es nice oder ist es nice? Es ist immer wieder ein geiles Gefühl, das erste Mal so ein Lichtschwert anzumachen. Also ihr merkt, es ist nicht unbedingt dunkel hier in meiner Butze, aber trotzdem ist das Lichtschwert mega hell und man kann, glaube ich, deutlich und gut die Farbe auch erkennen. Ist halt lila. Ihr hört es wahrscheinlich schon, aber natürlich hat auch dieses Lichtschwert Smooth Swing. Das heißt, je nachdem, wie intensiv ich es bewege, desto mehr Swoosh-Sounds macht es. Wenn ich es langsam bewege oder halt mehr. Das haben die meisten Disney-Lichtschwerter halt eben zum Beispiel schon mal nicht. Natürlich hat es auch entsprechende Strike-Effekte. Und, das wurde ich letztens gefragt und ich glaube, ich habe das noch gar nicht so explizit in dem Video gezeigt. Diese Lichtschwerter von N-Sabers, die Neopixel-Lichtschwerter von N-Sabers, haben auch Tip-Drag.
Das heißt zum Beispiel, ihr könnt simulieren wie Qui-Gon in Episode 1, dass ihr eine Tür einschmelzt mit dem Lichtschwert. Oder zum Beispiel, dass sich zwei Lichtschwerter im Kampf miteinander verkeilen und dann leuchten sie ja an der Stelle. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, hey, da ist jetzt eine Tür, die will ich jetzt schmelzen, rein theoretisch. Sie kommt trotzdem durch. Ihr könnt natürlich auch Blasterschüsse simulieren. Und natürlich könnt ihr wie bei allen anderen N-Sabers Neopixel-Lichtschwertern die Farben und die Effekte und so weiter frei wählen. Das habt ihr schon zigmal bei mir hier auf dem Kanal gesehen, aber ich zeige euch trotzdem noch ein paar. Yoda. Und natürlich haben die dann je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel hier den General Grievous Sound drin habe, haben die auch teilweise andere Sounds und so weiter, ne? Und wenn ich die Farbe verändern möchte, während das Lichtschwert bereits an ist, muss ich einfach nur es leicht nach unten halten, draufdrücken und drehen. Weil ich das auch schon ab und zu in den Kommentaren gefragt wurde, natürlich merkt sich das Lichtschwert eure eingestellten Soundfonts und Farben, wenn ihr es ausmacht und dann wieder anmacht. Eben gerade hatte ich Grievous drin und wenn ich es jetzt wieder anmache, ist natürlich wieder Grievous drin. Ihr müsst das also nicht jedes Mal immer wieder aufs Neue einstellen, wenn ihr das Ding aus dem Schrank holt. Und was ich vorher nicht wusste, ich dachte wirklich, das kann nur die Profi-Variante, aber das können tatsächlich auch schon die Neopixels in leicht abgespeckter Form. Auch die Neopixel spielen euch epische Musik. Wie episch ist denn das? Ihr könnt on the fly, wenn ihr irgendwo seid, auf einer Convention oder wo auch immer, könnt ihr on the fly absurde Schaukämpfe inszenieren, weil euer Lichtschwert selber schon epische Musik dabei hat. Ich habe jetzt nochmal den Blade Plug reingemacht, um euch den auch nochmal zu zeigen. Das ist halt, ja, so sollte das Lichtschwert ja eigentlich ungefähr aussehen, wenn es nicht aktiviert ist. Das muss man halt extra reinschrauben, genauso wie man eine Klinge reinschrauben würde. Meistens mache ich die nicht rein, aber ich fand den eigentlich ziemlich nice, weil der anders aussieht als die Blade Plugs, die ich sonst so bekommen habe von N-Sabers. Wollte ich euch einfach auch nochmal zeigen. Ein wirklich sehr, sehr, sehr nices, sehr cooles Lichtschwert, finde ich. Sehr schön verarbeitet, sehr gut. Es gibt die gewohnte Qualität, die ich bisher von N-Sabers kenne, ist hier auch wieder dabei. Kann ich jedem Star Wars Fan, der das Geld übrig hat, um sich so ein Lichtschwert zu kaufen, wirklich nur empfehlen. Das Revan-Lichtschwert ist aktuell sogar im Angebot bei N-Sabers und mit meinem Rabattcode BACONZACK könnt ihr nochmal zusätzlich im N-Sabers Shop sparen. Jetzt gerade zum Star Wars Day ist das also die beste Gelegenheit, um endlich mal zuzuschlagen. Und zugeschlagen habe ich auch noch bei anderen Schwertern. Das werdet ihr sehen. Haltet mal den Kanal im Auge. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an N-Sabers für das Lichtschwert. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö. Hauen Sie, bauen Sie und möge die Macht mit euch sein. Cool, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Wenn du mich supporten möchtest, dann kannst du das tun, indem du dem Video ein Like gibst und mir ein Abo dalässt. Schreib mir gerne einen Kommentar, vor allem wenn du ein neuer Abonnent bist. Und wer weiß, vielleicht tauchst du dann ja im nächsten Video auf. Danke und Tschö mit Ö und hauen Sie, bauen Sie.